geredet, so vor Trauertag hält Herr Professor Dr. Damen und Herren, was wir eben gehört haben, sowohl von Herrn Bürgermeister Lunau wie von den beiden jungen Damen, ist mehr als Ausdruck von Trauer. Es ist auch Ermutigung. Es zeigt sich hier, dass wir im Begriff sind, den Begriff, die Idee von Trauer zu erweitern. Über das, was in der Vergangenheit liegt, auf die Zukunft gerichtet. Ich möchte dem Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge danken dafür, dass er in seinem sächsischen Verband, wohlgemerkt, dass er uns wieder zusammengeführt hat, dass er die Initiative ergriffen hat, uns alle im Gedenken an die Toten des Krieges zu versammeln, um unserer Trauer Ausdruck zu geben und um uns zu erinnern. Es ist die stille Arbeit des Volksbundes, die Pflege, das Soldatengräber stellvertretend für uns alle zu übernehmen. Denn in meinen Augen ist der Volksbund ein Treuhänder. Ein Treuhänder nicht nur für die Gefallenen, sondern auch für die Nachkommen. Er ist Ausdruck unserer Überzeugung von einer fortdauernden Würde der Toten, von der vor einem Jahr Bischof Koch gesprochen hat. Und aus dieser Trauer und der Erinnerung erwächst eine Ermutigung, für den Frieden einzutreten und dafür auch Lasten zu übernehmen. Erinnerung an Ereignisse, Gefahren, die zum Kriege führen können. Was sagen uns die Toten dazu? Sie sind die Stimme der Armen. 1994 wurde in Weimar von Helmut Schmidt und einigen anderen die Deutsche Nationalstiftung gegründet. Und bei ihrer ersten Präsentation gewissermaßen wurde neben ein oder zwei Reden etwas vorgetragen, was mich tief beeindruckt hat, nämlich Stimmen von Soldaten aus zwei Kriegen. Diese Stimmen stammten aus Briefen, die die Soldaten geschrieben hatten, nach Hause oder an Freunde. Und aus diesen Briefen klang die ganze Spannung, die Angst, die Hoffnung und vor allen Dingen auch das Ergebnis ihrer eigenen Überlegungen zum Sinn dessen, was sie zu ertragen haben und was sie zu tun haben. Wir sollten versuchen, sie auch in Zukunft, so wie die beiden jungen Damen das eben getan haben, sprechen zu lassen. Die Älteren von uns sollten den Jüngeren, die den Krieg und die Teilung nicht erlebt haben, helfen, Geschichte zu verstehen und die Zeugnisse der Ahnen zu erfassen, zu hören und von ihnen zu lernen. Es wird unsere Pflicht sein, wenn wir von Trauer sprechen und uns durch die Erinnerung und die Aufgabe der Zukunft verpflichtet fühlen, es soll unsere Aufgabe sein, unser Wissen weiterzugeben und zu erklären, warum es nicht umsonst war, was erfahren wurde. Die Geschichte also in die heutige Zeit zu bringen. Und Herr Lunau hat vollkommen recht, wenn er sagt, die Geschichte ist ein dauerhafter Prozess. Und dieser dauerhafte Prozess wird von uns weitergetragen. Und es wird die nächste Generation uns fragen,
wir denn aus dem gelernt haben, was die Menschen, die uns damals Trauer einflößten, weil sie gestorben waren, weil sie tot waren, mitgegeben hatten. So ist das Wissen, das wir hier versuchen zu ergründen, das Erbe der Toten, ihr Nachlass gewissermaßen an uns. Und dieser Nachlass begründet eine Beziehung zu unserer Trauer. Eine Beziehung in dem Sinn, dass zum Respekt und zur Achtung, zur Würde vor den Toten. Und es hilft uns, unsere Identität mit einem Gehalt zu verbinden, der von den Ahnen kommt. Dieses Erschließen dessen, was in der Vergangenheit geschehen ist, ist schon deshalb notwendig, weil man die Hunderte von Tausenden, ja die von Millionen Toten, weder sowohl im Ersten wie im Zweiten Weltkrieg, rational nicht verstehen kann. Man kann nicht verstehen, wie es möglich war, aber wir müssen wissen, dass es nie unmöglich geworden ist. Das heißt, wir müssen daran arbeiten, dass es unmöglich bleibt. Diese Arbeit ist von großer Bedeutung für unsere aller Zukunft. Wir müssen dabei wissen, eine Weisheit, die ich von einem meiner Lehrer bekommen habe oder gelernt habe und die er so formuliert hat, ein Volk, das die Stimmen der Ahnen nicht hört und die Hoffnungen der Nachkommen ignoriert, hat keine Zukunft. Woran wir also arbeiten, woran der Volksbund arbeitet, ist Zukunft zu sichern. Durch Erinnerung und Erfassung dessen, was war. Den Wurzeln nachzugehen, die nicht wir als Individuum haben, mit seiner Würde, mit seiner Freiheit, mit seinen Lebenswünschen, sondern unser Land, die Bevölkerung Jahrhunderte zurück. Und wir wissen gerade in diesem Freistaat Sachsen, wie wichtig die Geschichte für ein Land ist. Es gehört zu meinen eindrucksvollsten Erfahrungen im Jahre 1990, als ich hier in Sachsen tätig werden durfte, wie stark diese Wurzeln sind und wie sehr sie sich über die Jahrhunderte entwickelt haben. Diese Wurzeln werden durch die Erinnerungen derer, um die wir heute trauern, nicht zerstört, sondern verstärkt. Denn es ist unsere Aufgabe, ihr Wissen und ihre Erfahrung aufzunehmen und es ist unsere Aufgabe, sie zusammen mit den Jüngern weiterzuführen. Das heißt, Erfahrung weitergeben an die kommende Generation. Das verbindet auch mich mit den Toten. Wir sind eine Art Brücke zwischen denen, um deren Tod wir trauern, und denen, die vorhin hier gesprochen haben. Wir müssen diese Brücke verstärken. Wir müssen aus einer Zeit der Geschichtslosigkeit, wo nur das Gegenwärtige zählt, wo weder das Vergangene noch das Zukünftige wesentliche Aspekte unseres Handelns sind, hinauskommen. Wir brauchen dazu Anstrengung. Und so ergibt sich aus dem, was wir heute hier gehört haben, aus den Grußworten, aus der Geschichte von Herrn Lunau, aus den Worten der beiden jungen Damen und aus dem, was uns der Schirmherr vorgetragen hat, ein Auftrag. Ein Auftrag, der über den Auftrag des Volksbundes hinausgeht, aber ohne dessen Tätigkeit der Auftrag kaum zu erfüllen wäre. Und das ist eine Verstärkung in unseren Schulen, in allen Beteiligten, in allen Bereichen, in denen wir Geschichte berühren, in den Kommunen, in den Landkreisen, eine Verstärkung unserer Bemühungen, Geschichte lebendig zu machen. Und zwar nicht im Sinne der Beschaulichkeit oder der Unterhaltung alleine, sondern im Sinne des Verstehens, was sich in diesem Land in den letzten Jahrhunderten ereignet hat. An sich fällt es den Sachsen gar nicht schwer, das zu tun, ihre
Leitfiguren, nicht nur August den Starken, immer wieder präsent zu haben. Aber das reicht nicht. Wir müssen wissen, warum sind Konflikte entstanden? Warum sind Kriege entstanden? Wo liegen die Ursachen? Und hier ist es ermutigend, vom Ersten Weltkrieg war schon die Rede, dass 100 Jahre nach Beginn des Ersten Weltkriegs in Europa eine Diskussion ausgelöst worden ist, von dem Autor Clark und von anderen, ob denn die Deutschen wirklich alleine für diesen Krieg verantwortlich seien. Und das Bild, was sich jetzt nach 100 Jahren entwickelt, deutet darauf hin, dass diese neue Meinung junger Historiker zu anderen Ergebnissen kommt. Zu Ergebnissen, bei denen es weniger eine geplante Unternehmung wie im Zweiten Weltkrieg durch Hitler und die Deutschen war, sondern ein Hineingleiten schlafwandelnder Art in einen Konflikt, den niemand mehr beherrschen konnte, weil keiner aus seinen bisherigen Rollen heraustreten konnte. Und weil diese Rollen insgesamt zu einem unglaublichen Konflikt führten, den niemand vorher geahnt hätte, sonst hätten nicht Hunderttausende singend nach dem 1. August 1914 sich aufgemacht und zu den Schlachtfeldern zu marschieren. Im Übrigen, Herr Kollege Lunau, ich habe gestern jemanden kennengelernt, der genau dasselbe gemacht hat wie Sie. Er hat seinen Urgroßvater gesucht und er hat ihn auch nicht gefunden. Bei ihm war es nicht der Volksbund, der ihm letztlich geholfen hat, sondern das Militärhistorische Museum, die in ihren Aufzeichnungen noch Unterlagen hatten, die es ermöglichten, die zerstörten Unterlagen in Berlin zu ergänzen. Und so hat er sich aufgemacht und ist genau denselben Weg gefahren, ist denselben Weg gelaufen und war am Tag, an dem sein Großvater schwer verletzt wurde, an der Stelle, wo er verletzt wurde. Es ist dieses Graben in die Vergangenheit, der ein ganz neues Gefühl für die Zusammengehörigkeit auch über die Generationen hinaus begründet. Und insofern ist unsere Trauer nicht nur ein Blick in die Vergangenheit und nicht nur bezogen, was eher ein Erschrecken sein müsste, auf die unglaubliche Zahl von Opfern, die diese Konflikte und Kriege und Auseinandersetzungen, die Gewalt und die Verfolgung gefordert haben, sondern aus dieser Trauer und diesem Erschrecken erwächst auch eine Hoffnung. Aber diese Hoffnung braucht Pflege und sie braucht Taten. Und es ist das, was wir jetzt hier überlegen für die Zukunft, wie diese Taten aussehen können. Dabei wird der Volksbund unverzichtbar sein, denn er bringt viele Erfahrungen mit. Und das, was wir hier erlebt haben mit den beiden jungen Damen, ist in die Zukunft weisen. Eine in die Zukunft weisende Arbeit an vergangenen Sachverhalten, die die jungen Menschen heute zusammenführen in der Entschlossenheit, nie wieder so etwas in Europa geschehen zu lassen. Und wenn diese Strömung sich speist aus den Botschaften der Ahnen und aufgenommen wird in der gegenwärtigen Generation und fortgeführt wird in den kommenden Jahrgängen und in kommenden Generationen, dann ist das wahrscheinlich eine ebenso gute Friedenssicherung in Europa wie alle die institutionellen Vorkehrungen, die wir im Bereich der Europäischen Union und anderswo vornehmen. Denn ohne dass dieser Wille nach Friede, nach Zusammenarbeit, nach Respekt voreinander, nach Eingehen auf den anderen, nach Verstehen den anderen existiert, hängen die ganzen Organisationen, die wir uns geschaffen haben, in der Luft. Sie brauchen ein Fundament. Und dieses Fundament können wir nur legen mit Hilfe der Ahnen, denen wir zuhören müssen. Und zuhören heißt Fragen stellen und zu forschen. Nur mit Hilfe der Ahnen und mit Hilfe der Generationen, die leben, der Älteren, die die Jüngeren unterstützen, der Jüngeren, die diese Unterstützung mit ihrem eigenen Wollen verbinden
und weitergeben in die Zukunft.